Heute schien die Sonne, zumindest zeitweise. Also rasch die Akkus geladen, die Kamera eingepackt und ab ins Auto Richtung Mülheim an der Ruhr. Die heutige Reise geht zum Schloss Broich. Weitere Informationen findet ihr auch in der Videobeschreibung. Schloss Broich ist die älteste spätkarolingische Burganlage im deutschsprachigen Raum. Sie befindet sich im Stadtteil Broich der Stadt Mülheim an der Ruhr am Westufer der Ruhr nahe der Innenstadt. Die Befestigungsanlage liegt an der historischen Ruhrfurt des alten Hellwegs. In 1883 erobern Wikinger die Stadt Duisburg und richten hier ihr Winterlager ein. Wahrscheinlich aus diesem Grund lässt der ostfränkische Herzog Heinrich im Winter des Jahres 883 in Broich ein befestigtes Militärlager errichten. Oberhalb der Ruhr entsteht die ursprüngliche Anlage als Sperrburg, um den Fluss und auch den Hellweg zu sichern. Bereits im April 884 vertreibt Heinrich die Wikinger aus Duisburg. Die Bedrohung durch die Wikinger ist nicht mehr aktuell, deshalb wird die Anlage aufgegeben. Heute wird das Schloss für städtische Empfänge, standesamtliche Trauungen und für private Feiern genutzt. Auch Veranstaltungen wie imposante Ritterspiele finden am Schloss statt. Das Hochschloss beherbergt auch das historische Museum des Mülheimer Geschichtsvereins. Es gibt Einblicke in mehrere Jahrhunderte der Mülheimer Geschichte. Der Besucher findet hier fast 300 Objekte wie Karten, Urkunden, Gemälde und mittelalterliche Waffen. Der Eintritt ist frei. Der 66 Hektar große Mügerpark am Schloss erstreckt sich über 7 Kilometer entlang der Ruhr. Der Name stammt von der Mülheimer Gartenschau aus dem Jahr 1992. Im Park befinden sich viele öffentliche Kunstwerke und bekannte Gebäude wie Camera Obscura und der Ringlokschuppen Ruhr. Thank you.
In einem ehemaligen Ringlokschuppen findet heute Kulturprogramm für die freie Szene statt. Die Drehscheibe wird für Open-Air-Veranstaltungen genutzt. Camera Obscura ist ein Filmmuseum in der Kuppel des Broicher Wasserturms. Auf 3 Etagen werden historische Objekte aus der filmischen Zeit zwischen 1750 und 1930 präsentiert.